Überbau noch drauf? Ich glaube nicht. Ich erfahren, was hier vor sich geht. Warum nehmen Sie diesen Mann da fest? Was, diesen dreckigen Dealer? Das ist mein Partner, Officer Jay Smith. Klar, ich bin Barack Obama. Wer zur Hölle sind Sie überhaupt? Nun, Mr. Obama, mein Name ist Scott Hitter. Spezialeinheit, drittes Department. Ich habe in Cambridge studiert. Zum Frühstück esse ich gern Speck und Eier. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Hitler habe ich noch nie gehört. Können Sie mir mal Ihre Marke zeigen? Ja. Gute Wahl. Nun, dieser Typ da hinten wurde wegen Verdachts auf Drogenschmuggel festgenommen. Drogenschmuggel? Wie darf ich mir das vorstellen? Naja, Sie nehmen sich ein paar schmierige Typen, dann strecken Sie die Ware, um herauszubekommen. Dann treffen Sie sich mit dem Verkäufer und wenn alles klappt, kaufen Sie sich ein Anwesen auf Tahiti, wo dann der Gärtner mit Ihrer Frau vögelt. Das meine ich nicht. Was hat Smith damit zu tun? Gibt es irgendwelche Beweise? Ach so, ja, wenn ihm das hier reicht. Es ist schon offen. Danke, ich werde mir selber ein Bild von der Sache machen. Mhm. Hat er irgendwas genommen? Nur seinen Wohnungsschlüssel, als wir aus dem Haus raus sind. Oh, ich meine, hat er davon was genommen? Nein, auf der Anrichte lag nur sein Schlüsselbund. Oh Gott, hat er was getrunken? Ja, wir haben ihm ein Glas Wasser angeboten, weil er gesagt hat, ihm wäre kalt, aber er hat dann doch abgelehnt. Ist hier irgendjemand Normales, mit dem man sprechen kann? Nun ja, ich bin der Ansicht, Ihrer Definition von normal Genüge leisten zu können. Na endlich, was ist hier los? Officer Jay Smith, geboren am 21. Mai 1977, wurde von uns in dieser düsteren, klischeehaften Stadt unter starkem Einfluss von Rauschmitteln in seiner Wohnung vorgefunden und in Gewahrsam genommen. Aber das kann nicht sein. Er ist vielleicht Alkoholiker, korrupt, schießwütig. Er hält sich an keine Gesetze und tritt sich die Füße nicht ab, wenn er in fremde Wohnungen geht. Aber er nimmt keine Drogen. Das sieht ihm nicht ähnlich. Nun, durchaus nicht. In seinen Augen manifestiert sich eine Tendenz, dass sein Körper nicht sehr oft derartigen Rauschmittels ausgesetzt ist. Dennoch besteht kein Zweifel, dass dem jetzt doch so ist. Das glaube ich erst, wenn Untersuchungen das bestätigen. Nun, dann fangen wir doch gleich mal von hinten an. So lang. Und Sie, was zum Teufel gibt es da noch zu diskutieren? Jay Smith hat in einer öffentlichen Kneipe mit Drogen gedealt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber er ist unschuldig. Irgendjemand hat ihn mit Drogen vollgepumpt und will ihm jetzt was anhängen. Wir haben 15 vollkommen identische Aussagen von Leuten, die ihn gesehen haben, wie er in der Kneipe mit Kokain gedealt hat. 15? Das ist ja fast ein Dutzend. Die Sache stinkt doch. Wie können Sie es wagen? Das ist Calvin Klein. Wer ist jetzt Calvin Klein? Mein Erstgeborener. Es geht. Hören Sie, ich weiß nicht, aber finden Sie es nicht auch komisch? Die Aussagen sind alle identisch. Die Zeugen waren doch genauso volltrunken wie Smith. Da stimmt doch was nicht. Geben Sie mir eine Chance, seine Unschuld zu beweisen. Ich bitte Sie. Hitter. Sie sind ein guter Kopf, auch wenn Sie vor mehreren Monaten den meistgesuchten Verbrecher dieser Stadt entwischen ließen.
Und diese Schießerei im Einkaufszentrum, die war wirklich unnötig. Wie konnten Sie nicht sehen, dass dort ein Film gedreht wurde? Es standen überall Schilder. Wenn ich zwei Männer im Kampf auf Leben und Tod sehe, dann schieße ich. Da bleibt keine Zeit zum Schilderlesen. Aber dass Sie die Anweisung des Regisseurs als Beihilfe zum Mord bezeichneten, das ist wirklich die Höhe. Den habe ich aber nicht erschossen. Nein, die Kugel wurde von seiner Wirbelsäule abgefangen. Der Mann kann nicht mehr gehen. Nun, wie dem auch sei, ich gebe Ihnen 48 Stunden Zeit, den Fall zu klären. Danke. Montag um 10 ist die Anklage. Wenn Sie bis dahin kein Ergebnis haben, ist er den Job los. Das wird nicht passieren. Officer Joe Strebeck. Ich bin dein neuer Partner. Wie bitte? Na, lassen Sie uns doch einfach in mein Büro gehen und ich erkläre Ihnen dann alles. So, ich wurde Ihnen von Commissioner Itz zugeteilt. Hören Sie, das ist eine Sache zwischen mir und meinem Partner, Officer Jay Smith. Es kann gefährlich werden, ich will Sie da nicht mit reinziehen. Nun aber nach dem Gesetz sind Sie verpflichtet, den Anweisungen von Commissioner Itz Folge zu leisten. Aber es geht Sie nichts an. Ja, ich kann verstehen, wie Ihnen zumute ist. Genau deswegen wurde ich Ihnen ja zur Seite gestellt. Sie sind einfach persönlich viel zu befangen, um den Fall alleine zu bearbeiten. Wie lange sind Sie denn schon im Dienst? Das sind jetzt genau 5 Jahre, 3 Monate, 17 Tage und warten Sie... Genau 6 Stunden. Sie scheinen nicht viel vom aktiven Dienst zu verstehen. Hören Sie, Sie können mir helfen, aber halten Sie sich dezent im Hintergrund. Lassen Sie die Katze nicht aus dem Sack. Ja, das kommt mir gelegen. Ich habe sowieso eine Allergie gegen jegliche Art von Tierhaaren. Wir sollten aber erstmal aus diesem Raum raus. Die Luft wird langsam knapp. Wir sollten erstmal zum Stoned Inn fahren. Dort soll Jay mit den Drogen gedealt haben. Und können Sie mit Officer Smith seit der Verhaftung schon mal Kontakt aufnehmen? Nein, aber ich habe seine Akte. So, Mr. Smith, jetzt erzählen Sie uns mal, was gestern im Stoned Inn vorgefallen ist. Ja, also ich hatte zu Hause ein paar Drinks und war gegen 10 in der Bar. Dort habe ich mit einer Frau geflirtet und hatte dann noch ein paar Drinks. 1, 2, 3 Tequila, wobei mir einer umgekippt ist. Dann noch eine Bloody Mary. Hatten Sie mit irgendjemandem Kontakt? Da war so ein Typ, schwarzes Haar, ein schwarzes Rüschenhemd, eine Trainingsjacke, das Haar war weiß. Er hatte eine Krawatte und er trug eine Sonnenbrille und einen dicken Schnauzbart. Ich wollte ihn anreden, aber dann hatte ich einen Filmriss. Nicht viel los hier. Stopp! Guten Tag, mein Name ist Officer Joe Strebeck. Geben Sie mir das Harteste, was Sie haben. Wie geht es Ihnen? Ich bin etwas hungrig. Gut, okay. Mrs. Hungrig, dürfte ich Sie etwas nennen? Ja. Hätten Sie eventuell Zeit für ein paar Fragen? Ja, okay. Kann man Obstladen eigentlich mit Tomatenmark bezahlen? Ist raffinierter Zucker eigentlich cleverer als normaler Würfelzucker? Ich weiß es jetzt nicht so recht. Und muss ich Dr. Sommer einen Brief schreiben, wenn ich meine Tage noch nicht habe? Vergessen Sie es. Ein Wasser, bitte. Halt! Wasser? Was bist denn du für einer? Ich trinke doch nicht im Dienst. Du musst lockerer werden. Das habe ich für den Smith gelernt. Ein Mojito, bitte. Ein Scotch. Einen doppelten Scotch. On the rocks. Nein, zum Wiedertrinken, bitte. Sag mal, du trinkst nicht, du achtest auf dein Äußeres. Was ist denn nun dein Laster? 2 Stück Würfelzucker früh im Tee. Ab und zu muss man sich doch auch mal was gönnen.
gehe mich erstmal Sanitär entspannen. Was? Wo gehst du hin? Ja, etwas Druck von der Hinterachse nehmen. Das große Latrinum aufsagen. Ja, das sagt man doch bei euch so, oder? Nein. Ich gehe meinen Mastdarm entleeren. Der, den Sie suchen, ist in der Nachbarkabine. Ah, danke, ist erhältlich. Scott, das ist der Typ! Ich weiß. Was? Joe, hol das Auto, ich stamm ihn hier. Ja, Rechnung, Sir. Trinkgeld. Trinkgeld?
mein Gott, Hitter, nehmen Sie mir dieses diabolische Bild aus meinem Blickfeld. Hier. Der hat Ähnlichkeit. Frank Sanders, vorbestraft wegen illegalen Drogenbesitzes und Verkaufs an Minderjährige. Wohnort unbekannt. Schau mal, sein ehemaliger Boss. Ja, und wer ist das? Er ist der Einzige, der uns jetzt helfen kann. Verbinden Sie mich mit dem Ave Maria Pizzadienst. Und danach mit dem Statesville Gefängnis. Judge Reynold war einst ein bekannter Unternehmer. Mit seinem Spielzeughandel genoss er großes Ansehen, doch als Waffenhändler machte er ein Vermögen. Mithilfe seines Schlägertrupps bildete er jahrelang die kriminelle Spitze der Stadt. Jay Smith kam seinen Machenschaften auf die Schliche und nahm ihn fest. Doch das Syndikat war damit nicht gebrochen. Reynolds Platz wurde von einem weitaus gefährlicheren Mann übernommen. Hütter, was verschafft mir die Ehre? Lass die Förmlichkeiten, Reynold. Und wer ist das hier? Wo ist unser Dicker hin? Officer Joe Strebeck. Aha. Was mit Jay Smith ist, geht dich gar nichts an. Ist das so? Ist unser Dicker etwa in Schwierigkeiten? Korpulent heißt das. Entschuldigung. Wir brauchen Informationen über ein ehemaliges Gangmitglied von dir. Eine kleine Gefälligkeit. Das wird teuer. Was willst du? Kabelfernsehen. Wir könnten deine Haftzeit halbieren, von 10 Jahre auf 6 Jahre. Aber Kabelfernsehen. Halbieren? Auf 6 Jahre. Auf 6 Jahre. Und keinen Tag länger. Pass auf, wir suchen Frank Sanders. Frank? Frank war ein kleiner Handlanger, ein kleiner Fisch. Ich kannte seinen Vater, er war ein berühmter Rennradfahrer. Daher die Drogen. Sein Sohn war ein Trottel, wie ich ihn brauchte. Gerade intelligent genug, um die Ware unter die Leute zu bringen. Und wo finden wir ihn? Finden? Den findet er maximal tot im Leichenschauhaus. Solange er noch lebendig ist, dieses Spatzenhirn, ist er flink wie ein Wiesel. Glatt wie ein Aal. Ein Schatten, der die Nacht durchflattert. Na gut, streichen wir den letzten Satz. Fest steht, ich habe keine Ahnung, wo er steht. Los, Reynold! Rede, rede! Zwei Worte mehr und du bildest deinen ganzen Satz. Scott, lass ihn los. Ich denke, er sagt die Wahrheit. Und er hier kann Gedanken lesen. Nein, aber wir können Inhaftierungszeiten verlängern. Du drohst mir nach allem, was ich für euch getan habe? Gut, okay. Dann viel Spaß beim täglichen Knastfraß. 4 Jahre und ihr bekommt eine vielversprechende Quelle. Okay. Deal. Ein Ort für rentable Informationen war schon immer Johnnys Spielhölle. Er selbst könnte euch sagen, wo Frank zurzeit seine Geschäfte abwickelt. Ja, und wie kommen wir da rein? Tja, renommierte Personen wie ich haben da kein Problem. Dann wirst du uns dahin bringen. Langsam, Shatter. Wenn ich da so aufkreuze, bekommt ihr sofort mit, wer meine Begleiter sind. Und ihr seid ein Schweizer Käse schneller, als ihr Edamer sagen könnt. Holländisch. Edamer ist ein holländischer Käse. Reynold hat recht. Ja, aber das weiß doch jedes Kind, dass Edamer ein holländischer Käse ist. Nicht der Käse, der Anzug. Ich würde vorschlagen, wir machen noch einen Abstecher zu mir. Scheiße! So, Joe, jetzt lernst du mal, was richtige Polizeiarbeit ist. Und du, kein Wort darüber, dass wir zusammengekettet sind, sonst gibt's auf einen Schlag nochmal 10 Jahre. Ach ja? So, Joe, jetzt kommt's drauf an. Joe? Ja, so, ja. Ja, so, ja. Ja, so, ja. Joe? Entschuldigung.
Judge Reinhold. Wie lange ist es her? Fast 2 Jahre. Ich wusste es. Der Knast bringt einen Mann wie dich nicht klein. Und ich bin auch nicht gerade gewachsen. Wir brauchen deine Hilfe, Johnny. Wir suchen Frank. Weißt du, wo ich ihn finde? Wer sind die anderen beiden? Gehören die zu deiner neuen Gang? Nicht ganz. Wir sind sozusagen zusammen. Also Partner. Geschäftspartner. Rein geschäftlich. Nichts gegen die beiden. Aber ich möchte lieber mit dir alleine sprechen. Du kennst mich. Ich vertraue niemandem. Das geht leider nicht. Wieso nicht? Wir sind sozusagen unzertrennlich. Wie bitte? Uns verbindet ein starkes Band. Judge, ich wusste ja gar nicht, dass... Lass uns bei Frank bleiben, okay? Sicher. Aber es ist so... Ich muss mal aufs Klo. Was? Na, es tut mir leid. Muss das jetzt sein? Ja, jetzt. Oh. Kommst du mit? Natürlich. Ich kann ja nicht allein gehen. Was ist da los? Kannst du mir etwas Klopapier bringen? Was? Na, das ist alle. Oh, warte. Der Knast hat dich echt verändert, Judge. Also was Frank betrifft, der hat ein ziemlich großes Ding am Laufen. Ich habe ihn schon seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Wo finde ich ihn? Ich denke, du findest ihn in der... In der U-Bahn? Ich meine, im... Oh. Im Motel? Genau. In der alten Absteige im East End, Zimmer 403. Ah. Danke, Johnny. Das waren die Informationen, die ich brauchte. Wir sehen uns. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, von mir aus können wir gehen. Also ich höre nichts. Entweder er ist nicht da oder er ist ganz leise. Wow, und das hast du ganz allein kombiniert? Ruhe. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Zimmerservice! Keiner da. Gehen wir rein. Habe ich von meiner Großmutter. Aber ist es nicht gesetzeswidrig? Och, meiner, die Heulsüße abstellen. Das habe ich früher auch gesagt. Aber Smith hat ein paar gute Tipps für mich. Das sagen alle Frischlinge, wenn sie von der Akademie kommen. Aber wenn du mal in deine erste Schießerei gerätst, dann ist es auch alles scheißegal. Leider habe ich ihn nicht richtig verstanden. Aber Fakt ist, dass man mit dieser Einstellung keine Verbrechen löst. Ich hoffe, das unangemessene Verhalten meines Kollegen lässt sie nicht wieder rückfällig werden. Mir reicht schon sein Anblick. Ich schau mich mal da drüben um. Das ist ja der Hammer. Hm.
Irgendwo muss der Typ doch Informationen haben zu seinen Geschäften. Schau mal nach, ob draußen alles sicher ist. Alles ruhig. Willst du dir was ausleihen? Nein, ich suche was Bestimmtes. Zum Beispiel einen deutschen Film mit guten Effekten. Viel Spaß bei der Suche. Da. Ein Steelbook. Darauf hinterlässt man auf jeden Fall Fingerabdrücke. So, wir machen jetzt los. Wir postieren uns gegenüber bei einem Bekannten in der Wohnung. Was? Heißt das, ich muss die ganze Nacht mit euch verbringen? Ja. Knast wäre mir lieber. Wenn du mir so kommst, sag ich gar nichts. Wo ist eigentlich der Typ, den die Wohnung gehört? Was? Kommen in meinem bescheidenen. Ich muss so. Was war's dann wohl, Wichser? Wow! Verdammt nochmal, Scott! Was war das denn? Du hast ihn erschossen! Mein Finger ist irgendwie abgerutscht. Abgerutscht? Scott, du hast den Mann niedergeschossen! Mein Abzug ist irgendwie glitschig. Wahrscheinlich vom Öl beim Reinigen der Waffe. Öl? Herr Jemine, ist Scott Öl? Das ist mir auch mal passiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Und nicht erwähnenswert. Kanntest du den Typen, Judge? Ich weiß nicht genau. Vielleicht hätte ich ihn erkannt, als er noch kein Loch im Gesicht hatte. Verdammt nochmal, der war auf Sie aus. Sie sind keine 6 Stunden aus dem Knast raus und haben schon einen Attentäter am Hals. Das erinnert mich an die guten alten Tage. Zu viel. Ich transpiriere? Mensch, Joe, was ist denn mit dir los? Du taust doch wohl nicht etwa auf. Einfach zu viel. Und Sie arbeiten bei der Polizei? Korrekt. Seit 5 Jahren, 3 Monaten, 17 Tagen und genau einer Leiche. Was machen wir jetzt mit dem Typen? Die Bullen können wir nicht holen, dann kommt Sanders gar nicht mehr nach Hause. Wie wär's, wenn wir das Reinhold anhängen? Wow, 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 wow. Wow. Ihr sagt auch Bullen? Wir müssen ihn an einen sicheren Ort verwahren, bevor Sanders zurück ist. Ja. Nur wo? So, den Müll hätten wir schon mal. Aber was machen wir jetzt mit der Leiche? Kann man dir helfen? Schnauze. So, ich gehe jetzt pennen. Du übernimmst die Tür und du keine Faxen heute Nacht. Ich höre alles. Ich höre alles.
du bist hier wohl jetzt der Spaßkasper oder was? Moniton Manor übernahm die Stadt, als er den von Judd Reynolds bestimmten Nachfolger ermordete. Er überzog die Stadt mit einer Welle von Gewalt und führte den Drogenhandel zu einer neuen Stufe. Jay Smith und Scott Hitter kamen ihm nach kurzer Zeit mit Hilfe von Reynolds auf die Spur und hoben seine kompletten Geschäfte aus. Doch Moniton Manor konnte flüchten und es wurde ruhig um den charismatischen Schwerverbrecher. Bis zum heutigen Tag. Ohne Registrierungsnummer, also nicht nachverfolgbar. Sehr gut. Ja, Jungs. Gutes Geschäft. Beim nächsten Mal mit mehr Zahlen. Bravo. Bravissimo. Ich bin beeindruckt. Reynolds? Wie du siehst, auf freiem Fuß. Ja, aber wie... Nein, nicht wie. Warum? Wegen dir. Okay, Jungs, Waffen runter. Das ist eine Sache zwischen mir und ihm. Heute habt ihr frei. Haut ab. Woher weißt du, dass ich raus bin? Den alten Scheiß wusste ich. Hör auf, mich voll zu scheißen. Ich kann es nicht leiden, wenn man mich voll scheißt. Ich mache einen Schritt aus dem Bau und schon habe ich einen Attentäter am Hals. Judge, komm schon. Hör auf, mich zum Narren zu halten! Hey, glaubst du, dass jemand wie du einen Schritt in eine Bar im East End setzen kann, ohne dass es die halbe Stadt erfährt? Wir haben noch eine Rechnung offen. Und damit meine ich nicht diesen Begrüßungsattentäter von vorhin. Meinst du Michelle? Das war Hitler, der Idiot. Wer redet denn von der? Du hast den Laden übernommen und in den Sand gesetzt. Das war mein Laden. Meine Männer und mein verficktes Geld! Ja, irgendjemand musste ja das Geschäft übernehmen. Natürlich, aber nicht du. Donny sollte das. Er hätte nicht so ein Massaker angerichtet. Hey, wenn Smith und Hitter nicht gewesen wären, hätten wir jetzt ein riesiges Imperium und ständen über dem Gesetz. Wärst du nicht so dämlich gewesen, diese zwei Idioten zu unterschätzen, legen sie jetzt beide 2 Meter unter der Erde und würden verrotten. Hör zu, ich hab noch was zu erledigen. Und ich habe keine Zeit für diesen Stress. Was wird das? Ein weiterer Drogendeal? Um 11 im East End? Das ist eine größere Sache. Wir werden uns heute Abend eine riesengroße Stange Geld besorgen und mein Geschäft neu aufbauen. Du meinst mein Geschäft? Definitiv nicht. Dann beteilige mich. Wieso sollte ich? Weil ich dir auch ganz einfach eine Kugel durch den Schädel jagen könnte. Denkst du, du bist der Einzige mit diesem Argument? Ich sehe die Schlagzeilen schon.
zwei Gangsterbosse tot aufgefunden auf dem Parkplatz. Ein wahres Geschenk für unsere beiden markentragenden Halbaffen. Wer sagt mir, dass du mich im Nachhinein nicht ermorden lässt, wenn ich dich daran beteilige? Weil ich es auch so könnte. Du weißt, ich bin der mit dem besseren Ruf in dieser Stadt. Ein jeder Killer tötet für mich zum Nulltarif. Und du dachtest wirklich, ich würde dich einfach so umbringen. Weih mich in deinen Plan ein und du hältst meine volle Unterstützung. Judge, du bist und bleibst ein Arschloch. Ich weiß. Was tust du da? Scott, was tue ich hier? Reynold, wie hat er... Scheiße, ich wusste es. Ich wusste es mit so einem Anfänger. Oh, Scott, das tut mir natürlich jetzt leid. Wie soll ich das der Chefin erklären? Uns ist der gefährlichste Mann der ganzen Stadt entflohen. Nur weil du eingepennt bist, es war deine Verantwortung. Weißt du überhaupt, was Verantwortung ist? Natürlich, wenn ich mir einen Bleistift vom Nachbarbüro ausleihe, dann sorge ich auch dafür, dass er dort wieder gespitzt ankommt. Joe, komm endlich aus deiner verdammten 1 Quadratmeter Tischpolitursauna heraus. Die Verbrecher sind da draußen. Nimm deine scheiß Bürokratenbrille ab. Erstens, ich arbeite in diesem Beruf seit 5 Jahren und wer weiß wie lange. Und ich weiß, dass ich verdammt nochmal gut darin bin. Zweitens habe ich diese Brille aus religiösen Gründen. Und jetzt lasst uns unsere Ärsche hier rausbewegen und den Kerl schnappen. Partner. Das ist die richtige Einstellung. Okay, du Drecksschwein, wer ist dein Auftraggeber? Deine Mutter! Das sagen sie doch alle. Los, rede, du Abschaum. Oder ich brech dir alle Knochen, ich schlag dir den Schädel ein. Der hat seine Miete nicht bezahlt. Wer hat dich dafür bezahlt, Smith mit Drogen vollzupumpen? Seid ihr echt so dämlich? Seid so nah an der Lösung und seht es nicht. So, Mr. Sanders. Haben Sie uns etwas mitzuteilen? Fick dich. Sehr informativ. Wie wär's mit etwas über Drogen? Keine Sorge, Jungs. Wir haben unseren besten Mann reingeschickt. Er hat noch jeden zum Reden gebracht. Das will ich auch hoffen. Die Anklageerhebung ist morgen früh. Nun, was das betrifft, kann ich Sie beruhigen. Die Anklage wird mit den passenden Beweisen fallen gelassen. Das kann zwar einige Tage dauern, aber was die Drogengeschichte mit Jay betrifft, hat er nichts mehr zu befürchten, wenn Sie recht hatten und Sanders ihm das Zeug untergejubelt hat. Worüber Sie sich eher den Kopf zerbrechen sollten, und Sie auch, Strebeck, ist die Sache mit Judge Reinhold. Er war unter Ihre Obhut gestellt und Sie haben ihn laufen lassen. Der gefährlichste Mann der Stadt läuft hier frei herum. Ich bin trotzdem der Meinung, dass Moni Tonmänner hinter der ganzen Geschichte steckt. Denken Sie, Moni? Den habe ich seit Ihrer gescheiterten Festnahme nicht mehr gesehen. Genau das ist es ja, was mir Sorgen macht. Sanders versucht, Jay aus dem Weg zu räumen. Schreit für mich geradezu nach einem großen Ding. Dieser Casino-Besitzer erwähnte irgendwas in der Art. Hast du da eine Theorie für mich? Ja. Und was Eigenes? Vielleicht hat sich Tonmänner nur versteckt, um in Ruhe etwas ganz Großes auszuhacken. Ich glaube, wenn Sie ihn finden, finden Sie auch Reynold. Die beiden haben noch eine Rechnung offen.
falls sie nicht schon längst miteinander verbündet sind. Oder sich gegenseitig erschossen haben. Das erinnert mich an den Adam West-Fall vor 3 Jahren. Da habe ich die Ermittlungen noch selbst geleitet. Der war aus dem Southeast Prison ausgebrochen und hatte sich mit Billy Northwest verbündet. Adam West? Das ist doch der Typ aus North Dakota. Nein, aus North Dakota kam Jackie South. Adam West kam aus East Ale. Ich dachte, das war Tim South. South kam doch aus Westbridge, oder? Stimmt, seine Frau kam aus East County. Ich hatte West damals in Southeast festgenommen. Jetzt ergibt das alles erst einen Sinn. Okay, Jungs. Sie haben bis morgen früh Zeit, Reynolds wieder einzufangen. Ansonsten könnt ihr mir eure Marken jetzt gleich geben. Mit Judge Reynolds ist nicht zu scherzen. Am besten wir fahren erst einmal ins East End, vielleicht finden wir da eine Spur. Ja, Reynolds und Termänner werden wir dort bestimmt nicht finden. Ja, wenn heute der große Coup dort stattfindet, dann werden sie sich unmöglich in Gefahr begeben. Stimmt. Scheiße, Termänner. Los, knall ihn ab! Nein! Knall ihn ab, los, knall ihn ab! Gott, hier ist auch keiner. Wir können unseren Job an den Nagel hängen. Gib mir noch mal was, was richtig reinhämmert. Scheiße, Scott, Mann. Was machst du hier? Lass mich in Ruhe. Ja.
Gott, wir haben noch 13 Stunden Zeit, um diesen Fall zu lösen. Und diese Zeit solltest du nicht in dieser gottverdammten Kneipe hier absitzen. Warte. Vielleicht finde ich Reinhold auf dem Boden meines Glases. Hier ist er nicht, aber am nächsten vielleicht. Scott, was soll das? Ich bin ein Versager. Wir haben es ja nicht mal geschafft, Reinhold festzuhalten. Scott, du bist kein Versager. Ich kann doch nicht mal eine Hose auf links waschen. Oh, Scheiße. Verdammt nochmal, Scott, was ist mit dir los? Wo ist der Cop hin, den ich gestern kennengelernt habe? Der Cop, der die Unschuld seines Partners beweisen wollte. Dieser Mann, der sich jeder erdenklichen Aufgabe gestellt hat und selbst den kniffligsten Fall lösen konnte. Er scheute noch nicht mal davor zurück, auf eine Bande unbewaffneter Drogendealer zu schießen. Sag mir, wo er ist, Scott. Komm, tu es für Jay Smith. Er hat dir alles gegeben, was du brauchtest, um ein guter Cop zu sein. Lass dich nicht hängen. Du hast ja recht. Aber was sollen wir denn noch machen? Können genauso gut gleich aufgeben. Aufgeben ist ein Begriff, der in meinem Wörterbuch nicht vorkommt. Du kannst ja den Verlag fragen, aber es kommt nicht vor. Manchmal müssen Männer einfach tun, was sie tun müssen, Scott. Und wir wurden geboren, um Cops zu sein. Es ist jetzt an der Zeit, zurückzuschlagen. Sie können uns alles nehmen, was sie wollen. Aber uns bleibt immer noch unser Independence Day. Du hast recht. Auf zum Scottmobil. Hey Scott, du hast es geschafft. Das war bitter nötig. Hey Scott, schau doch mal. Heute Abend ist der Empfang bei der Bürgermeisterin. Dort werden dann diese Spendengelder überreicht und darauf wird den Männern doch aus sein. Also, los, komm, bevor die Männer noch abkommen. Wir, die Vertreter von Industrie und Wirtschaft dieser Stadt, überreichen Ihnen, Frau Bürgermeisterin, diesen Scheck über 1 Million Euro zur Errettung der unterprivilegierten Nacktmulle aus Kambodscha. Vielen Dank. Viel Erfolg. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, liebe Gäste, für diese großzügige Spende. Die Nacktmole in Kambodscha werden sich darüber freuen. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich hier erschienen sind, um so viel Geld für diesen guten Zweck zu sammeln. Es ist mir wie immer eine Ehre zu sagen, das Licht flackert. Volldrottel. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind heute für Ihre persönliche Unterhaltung zuständig. Mein Name ist Moni Ton Manor und ich bin bekannt für... und sowas in der Art. Um das Eis zu brechen, werden wir ein kleines Spielchen spielen. Das Spiel heißt Simon sagt. Wenn ich sage, Simon sagt, tut das, was Simon sagt. Recht simpel. Wer das nicht tut, wird eine Kugel aus dieser Pistole abfangen.
Schauen wir mal, ob Sie die Regeln verstanden haben. Simon sagt, nehmen Sie all Ihre Wertgegenstände und Ihr Geld und werfen Sie es in den Sack. Sie zeigen nicht mit diesem Ding auf mich. Jemand wie Sie bekommt gar nichts von mir. Aber Simon hat es doch gesagt. Das ist mir egal. Ich will mit Leuten wie Ihnen nichts zu tun haben. Sie sind raus. Und da ihr die Regeln jetzt verstanden habt, kommen wir zur Runde 2. Simon sagt, nehmt die Hände hinter den Kopf und legt euch flach auf den Boden. Sie dürfen natürlich auch die Hände zum Abstützen benutzen. Simon sagt, Hände hoch, Tonmänner! Wann hat er denn das gesagt? Es ist vorbei, Tonmänner. Nicht, wenn ich etwas dazu sage. Schnappt euch die beiden! So nehme ich jemand fest. Da ist dein Spielplatz. Ich weiß nicht, ob ich das will. Mein Ganz schön warm hier, oder? Ja. Kann mir das einer erklären? Ja, Trisch. Einen Moment bitte.
Joe! Joe! Ich könnte ja echt deine Hilfe gebrauchen! Jetzt wird's unfair! Oh, die hatte ich beinahe vergessen. Was ist das? Eine Bombe. Eine Bohr? Keine Bohr, eine Bombe. Ich hatte sie platziert, um mich alle aus dem Weg zu räumen. Mich ausgeschlossen. Oh, das ist so typisch, Judge. Erst eine Bombe legen und dann vergessen. Kannst du sie entschärfen? Wenn deine Walter schweigen kann. Es war ganz einfach. Einfach den roten Draht kappen und schon ist die Sache entschärft. Ja, nu, mach endlich! Ich bekomme den Koffer nicht auf. Das ist gerade nicht dein Ernst. Ich hab den Code vergessen. Wie kann man so ein Trottel sein? Merkst du deine verschissene Zahl? Ja, wenn es mit einer Bombe geht, natürlich schon! Oh, jetzt lass mich kurz nachdenken. Omas Geburtstag am 23. Februar. Irgendwann. Verdammt, es geht nicht auf! Du bist selten dämlich! Jetzt dräng mich nicht! Die Zeit kannst du dir lassen, wenn du tot bist! Halt doch mal die Klappe, okay? Scheiße. Ich hab den Code gar nicht geändert. Seit dem Kopf. Scheiße. Das waren nicht wir. Das waren Reynold und Tom Männer. Die haben sich selber in die Luft gesprengt. Was? Reynold hat eine Bombe und konnte sie nicht mehr entschärfen. Und... Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Sie sind entlassen, beide. Wenn ich auch etwas dazu sagen dürfte... Wer behauptet hier... Sehr wohl, Frau Bürgermeisterin. Diese beiden Männer haben die Gesellschaft vor den Verbrechern gerettet. Wären sie nicht gewesen, wären wir jetzt vielleicht alle tot. Sie sollten sich glücklich schätzen, Männer wie diese in ihrem Dezernat zu haben. Wenn ich sie wäre, würde ich mir die Entscheidung noch mal überdenken. Sonst werde ich mir sie noch einmal überdenken. Sicher, Frau Bürgermeisterin. Willkommen zurück an Bord, Officer Joe Strebeck und Officer Scott Hitter. Und jetzt gehen Sie mir aus den Augen. Ach, bevor ich es noch vergesse, die Leiche, die wir im East End Motel versteckt haben, müsste noch entsorgt werden. Was? Hat hier jemand eine...
denn? Hallo? Hallo?